Oh, ich habe es getan. Ich habe auf Annehmen geklickt. Warum das vielleicht datenschutzrechtlich bedenklich sein könnte, erkläre ich Ihnen in diesem Video. Vor kurzem hat WhatsApp eine neue Datenschutzrichtlinie rausgebracht, der man zustimmen kann oder eben nicht. Zustimmung für was? Die neuen Datenschutzrichtlinien von WhatsApp erlauben es, Daten zum Beispiel mit anderen Facebook-Diensten zu teilen, wie zum Beispiel eben Facebook selber oder vielleicht auch Instagram. Doch für alle Nutzer in Deutschland und der EU gilt das aktuell noch nicht. WhatsApp will aber die Frist aktuell verlängern für die Zustimmung, da sehr viel Aufruhr bei den Nutzern gab, aktuell auch schon welche abgewandert sind. Ja, WhatsApp zieht da buchstäblich die Notbremse. Warum? Ja, um einfach den Nutzern nochmal genau zu erklären, ja, was denn letztendlich mit den Daten gemacht wird. Doch welche Alternativen gibt es denn überhaupt zu diesem Messenger-Dienst? Da wäre zum einen Signal. Viele Größen, auch aus der Tech-Branche, empfehlen diesen Messenger-Dienst, beispielsweise Edward Snowden oder Elon Musk. Warum? Ja, weil dadurch eben nur die Telefonnummer vonnöten ist und ja, möglicherweise vielleicht noch ein Profilbild. Aber ansonsten werden eben keine Daten ja, gesondert gespeichert. Zum anderen gibt es noch Threema, ist ein Unternehmen, was aus der Schweiz kommt, ist allerdings kostenpflichtig. Aber beide Alternativen haben sich zum Ziel gesetzt, eben das Thema Datenschutz oder eben auch Datenvermeidung groß auf die Fahne zu schreiben, sodass man dadurch eine gute Alternative zu WhatsApp haben kann. Gut an allen Produkten ist auf jeden Fall, dass es eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gibt. Das heißt, die Kommunikation ist gesichert. Zum Beispiel ist auch interessant der Hinweis, dass die Gründer von Signal ihre Verschlüsselungstechnologie auch an WhatsApp verkauft haben. Das ist, obliegt natürlich jedem selber, welchen Messenger-Dienst er nutzen will. Ich wollte einfach nur darauf aufmerksam machen, dass es schon interessant ist, sich nicht nur auf ein Produkt zu spezialisieren, sondern eben vielleicht auch andere Dienste in Anspruch zu nehmen, die letztendlich den gleichen Nutzen bringen. Was ich persönlich ziemlich positiv finde, ist, dass sich zumindest jetzt sehr viele Nutzer auch mit dem Thema Datenschutz beschäftigen und vor allen Dingen sich darüber Gedanken machen, was mit ihren Daten passiert.